Stunden habe ich es geschafft. 4 Kilo noch. Das ist der ekelhafteste Part von allem, was keiner sieht. Ich hatte ein paar Kilos zu viel, die ich unbedingt runter machen musste. Zum Glück, ich habe die Erfahrung, also das ist jetzt mittlerweile mein 23-24. Kampf. Ich habe die Erfahrung und ich weiß, dass das einen Tag braucht und dass du wieder drauf klarkommst. Und das waren halt brutale Stunden. Also ich musste wirklich 7 Kilo innerhalb 6 Stunden musste ich machen, glaube ich. So war das. Aber natürlich im Kopf spielen sich dann immer so Sachen ab. Schaffe ich das bis morgen hin? Obwohl ich das schon so oft gemacht habe. Aber der Körper fährt so runter, du bist so am Arsch, dass du erstmal gar keine Energie hast. Du denkst dir, ey, wie sollst du da morgen kämpfen? Aber gut geschlafen, gut gegessen, regeneriert und wieder gut aufgeladen. Du kleiner Bastard. Ich hab ihn! Jeremy, ich hab ihn! Bastard! Wie ficken denn? Ich hab Triangel! Guck mal jetzt, wie ich da rauskomme. Ich war meistens schon ein Einzelgänger, auch in der Jugend. Natürlich habe ich ein paar Freunde um mich herum, aber die kannst du an einer Hand abzählen. Ich bin eher so der Typ, ich mag es nicht, jetzt mit 20, 30 Mann rauszugehen. Ich habe gern den Kreis klein. Ich war so schön am Schlafen. Nur das zuletzt nicht, aber so, wo wir so reden. Ja, ja. Das, Digga, das ah, ist ja, schon das klar, ja. Wo er mich packt, ne, da soll er drin bleiben, ne. Wollte der den Link angreifen, Alter? Hast du gesehen, wie link so der ist? Oh, dieser kleine Penner. Hey. Jetzt haben wir gleich dieses Public Training. Und dann nochmal die Showwaage. Und dann noch einmal Shooting, dann sind wir fertig. Dafür bestrafst du den, guck mal. Ja. Dafür kriegt er eine dicke Strafe. Oh mein Gott, einfach ekelhaft. Was weißt du über deinen Gegner? Also ich weiß, er ist Rechtsausleger und er ist so von allem kann der was. So Grappling, Wrestling, Stand, also sehr ein unorthodoxer Typ halt, ne? Aber ich setze meinen Gameplan durch und ich zwinge ihm meinen Plan auf. Also ich lasse mich gar nicht auf seine Spielereien ein. Also ich weiß nicht, ich habe die Vermutung, dass er zum Takedown gehen will. Was soll er versuchen? Er will wahrscheinlich den Kampf versuchen, auf den Boden zu verlagern. Aber ich bin auf alles vorbereitet, ob jetzt Boden, Stand, das ist für mich gar kein Problem. Das ist dein erster Kampf in Frankfurt? Ja, ist mein erster Kampf. Das ist mein erster Kampf hier. Und in der Festhalle. Ich freue mich schon drauf. Also ich war beim Christian. Hat hier letztes Jahr gekämpft und war top. Und ich freue mich jetzt, dass ich da auf jeden Fall kämpfe. Let's go! Also wirklich, jetzt mein Ding war immer, ich habe ein Ziel und das verfolge ich, bis ich angekommen bin. Also das war schon immer mein Mindset, seitdem ich klein bin. Ich war immer ein Gewinnertyp. Also ich habe mir wirklich immer was vorgenommen, vorgesetzt. Und gesagt, da will ich hin. Und so lebe ich mein Leben lang, ziehe ich das durch. Ich merke, es ist so alles laff, kennst du? Durch die heiße Badewanne. Und wie gesagt, ein bisschen die Muskulatur wieder aktiviert. Vielleicht ein bisschen Pratze, dass wieder Spannung drin ist, dass man sich nicht verletzt. Ich bin sehr stolz darüber, dass ich es jetzt so weit geschafft habe. War ein langer Weg auf jeden Fall. Ging nicht von heute auf morgen. So Freunde, bevor es gleich mit dem Face-Off losgeht, danke erstmal meinen Sponsor Smilodogs und der Summer Sale steht vor der Tür. Mit dem Code KEREM gibt es mindestens 40%. Also nicht lange warten, sondern zuschlagen. Unterstützung aus Düsseldorf ist auch da.
Guck mal. Es geht gleich los. Dann fahren wir uns einfach hinterher. Ja, komm, wir müssen drüber 10 Minuten. Ja, komm, dann fahr ich hinterher. Ja. In einer Stunde, nicht mal, in einer halben Stunde bin ich drüben in der Halle. Ihr werdet gleich eine geile Schlacht sehen, Freunde. Das garantiere ich euch. So, den guten Mann kennt ihr noch vom damaligen Video, ne? Der so schön erklärt gehabt. Also. Okay, Herr Kevin, grüß dich. Ich bin dein Referee für heute. Ja, hallo, Coach. Hallo. Okay, Kevin kann Deutsch sprechen. Ja. Ich gebe dir zwei, drei wichtige Sachen mit auf den Weg heute. Das ist ein guter, fairer und harter Kampf wird, okay? Hast du irgendwelche Fragen zu den Unified Rules of MMA, wo du sagst, ah, das war schon immer so ein bisschen unklar, würde ich gerne also mal wissen. Soccer King Solo? Nee, die sind ja auch natürlich. Okay. Okay, achte darauf, denke dran, Finger sind oben oder die Faust ist zu. Ja. Ja, nicht die Finger nach vorne bringen. Keine Griffe in den Käfig, nicht mit den Fingern und auch nicht mit den Zähnen. Okay. Für mich die wichtigste Regel ist the grounded opponent. Ja. Keine Knie zum Kopf, keine Kicks zum Kopf. Ja. Beide Füße am Boden, eine Faust ist unten mit dem Körpergewicht oder eine Hand mit dem Körpergewicht am Boden. No kicking to the head, no knees to the head. Das ist hier. Keine Kicks zum Kopf, keine. Zum Körper. Ja, zum Körper ist fein, ja, aber nicht zum Kopf, auch keine Knie. Wenn du deinen Gegner Knockdown schlägst, ja, dann passiert es oft, dass die umfallen, kommen mit dem Hinterkopf auf. Knie zum Körper sind erlaubt. Oder? Knie zum Körper. Ach so, das meinst du. Ja. Nein, aber wenn du ihn Knockdown schlägst und er fällt mit dem Hinterkopf auf und kommt oft wieder zu dir, jetzt ist er grounded. Ja, ja. Aber dein Winkel ist fantastisch. Ja. Also du musst hier warten, ja. Du musst hier warten. Das ist fein. Wenn du dir unsicher bist, gib ihm einen Uppercut, alles ist fein. Aber keine Knie zum Kopf und keine Kicks, wenn er grounded ist. Dasselbe Spiel ist im Käfig. Ja. Mittlerweile machen viele Kämpfer die Wechsel. Ja. Faust, Knie, Faust, Knie. Du musst aufpassen, beides ist grounded. Tritt zum Körper mit dem Knie, okay. Aber jetzt kannst du auch zum Kopf treten, aber jetzt nicht. Jetzt auch nicht. Okay? Ja. Fragen dazu? Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich tue mir ein paar Sachen, die wirklich dich jedes Wochenende sehen. Ja, du hast natürlich einen riesen Punch, wenn du ihn runterbringst und runterschlägst. Achte drauf, auch wenn du hinterher gehst. Ja. Die rote Area ist absolut illegal. Ja, also das heißt, hier kann man es ziemlich gut sehen, wenn deine Faust immer das Ohr trifft, ja, oder dein Ellbogen, dann ist alles okay. Ja. Aber sobald du dahinter bist, ja, dann ist es absolut illegal. Okay? Okay. Ja, also das heißt, wenn du ihn finishen willst, schlag sauber und guck genau, wo du hinschlägst. Ja, sonst muss ich dich wieder aufstehen lassen. Ja. Und das wäre schade, dann in dem Fall. Ja? Dann, protect yourself at all times. Das ist dein Job. Protect yourself at all times. Ich gebe dir zwei Beispiele. Wenn dein Mundschutz runterfällt oder du verlierst deinen Mundschutz, du musst weiter kämpfen. Okay? Warte auf mich, bis ich irgendwann in einer guten Situation den Kampf unterbreche. Ich kann den nicht sofort unterbrechen, ich muss gucken, wie die Situation ist. Dann gebe ich dir deinen Mundschutz wieder. Du musst aber kämpfen, gell? Okay. Ja, ja, ja. Ich weiß. Von hier kommt ein Kick, das ist dein Problem. Ja? Ja. Die nächste Sache ist beim Eye-Poke. Ja, wenn du einen Finger in das Auge bekommst und ich stehe hier und ich kann das nicht sehen, ja, dann darfst du auf keinen Fall, Kevin, mach das, geh nicht zurück und mach das, dann checkst du aus. Weil ich kann hier nicht sehen, ist dein Auge in der Hand oder das Blut in deiner Hand, ich kann es nicht sehen. Ja? Also du musst zurückgehen, musst das machen, ich komme sofort rum, guck mir dein Auge an. Wenn es ein Fake war, dann sage ich, okay, fight, fight, continue. Wenn es echt war, dann, oder wenn es wirklich im Auge ist, dann gehen die Referee-Protokolle starten und gehen seinen normalen Gang. Ja? Okay, das waren so von meiner Seite die wichtigsten Sachen. Denke dran, das letzte Mal würdest du mit mir sprechen. Spreche nicht mit dem Referee, du hast es vergessen wahrscheinlich, aber es ist kein Problem. Spreche nicht mit dem Referee, ich werde versuchen, mich immer so gut wie möglich zu platzieren, um beiden, dir und deinem Opponent, einen guten und fairen Kampf zu geben. Okay? Okay. Hast du noch Fragen? Nein, keine. Dann gib mir einen harten und einen fairen Kampf, okay? Gut. Thank you. Viel Erfolg. Danke. Wer tapet die Hände? Die
Gabler? Das sind die zwei. Ja. Okay. Big guy. I'm ready. Okay, dann steigt die Aufregung. Jetzt die Anspannung steigt auf jeden Fall. Wer jetzt sagt nein, der lügt. Das ist normal. Die Halle ist langsam füllt sich. Jetzt kommt es immer näher zum Kampf. Und gleich geht's los. Where are you from? From UK. From UK. I tell him before, it's not your first time. Right. Boah, ich habe einige gesehen, die Hände töten, aber der Mann, boah, der Mann macht das wirklich top, ey. You are the best in your job. Thank you very much. Kann ich mal gerade zeigen. Hey, André. Alles top. Well, actually, you know, if Kerem fighting, if Kerem on the line, I'm always pleased to be in his corner. Why? Because first of all, he's a real fighter, you know, no bullshit. When he comes, he comes to fight. When he comes to finish. So that's what I like in a fighter. And further on, he's a very pleasant guy to work with, you know, humble guy, correct, listen carefully. So I'm really looking forward to this fight. You know, big stage, many people inside. That's all the ingredients for him to perform. So let's go. Der Junge war noch vor kurzem im Knast. Für seinen Bruder. Leider verloren, aber dafür hat der Eier bewiesen. Mit 10.000 Menschen gekämpft. Und ist da reingegangen wie ein Löwe. Erste Runde Knockout, inshallah, wisst ihr Bescheid.
schon nach auspacken, nicht alle Tricks sagen. Ja, weißt du, ich meine? Ja. Erstmal locker, Lena Low gegen Mitte, gegen drei Gegner. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, für euren Support, Freunde. Das schätze ich sehr, wirklich jetzt. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über das Ergebnis. Knockout in der ersten Runde, verletzungsfrei. Und ich würde sagen, das ist nur ein Step gewesen, es geht direkt weiter. Also in diesem Sinne, schönes Wochenende, euch Freunde. Tschüss.